Das nennt man Abenteuerlust. Zwei Hamburger wollen mit dem Rad bis nach China fahren. Auf Fahrrädern mit Bambusrahmen, ohne Chinesischkenntnisse und mit wenig Gepäck. Eilig haben es Carina und Timposa nicht. Die sportliche Herausforderung steht nicht im Vordergrund, sondern die Challenge mit dem Bambusrad, die Welt zu begucken und die Zeit zu haben, die wir brauchen, um alles kennenzulernen, was wir sehen wollen. Beide haben sich ein Jahr Zeit für den Abenteuertrip ins Reich der Mitte genommen. 18.000 Kilometer liegen vor dem Ehepaar. Wir starten erstmal in Hamburg und wollen dann Richtung Alpen fahren, erstmal vor dem Winter ja, die Alpen überqueren, entlang am Mittelmeer und dann der Seidenstraße folgen bis nach China. Rund 30 Kilogramm Gepäck schleppen die Abenteurer mit sich. Neben Kleidung und einem Zelt befinden sich darin auch allerlei Hilfsmittel. Ein Paar sind die Radfahrer bereits seit 6 Jahren, seit 2 Jahren sind sie auch verheiratet. Bestimmt gibt es zwischendurch mal irgendwie Momente, wo man nicht mehr kann, wo man irgendwie mal eine Pause braucht. Da haben wir uns vorgenommen, uns was zu suchen, irgendwo einzukehren, es einmal gut gehen zu lassen und dann ja, Kraft zu tanken und weiterzumachen. Mit einem circa 4-stelligen Betrag kalkulieren die Posas ihre Radtour Genfernost. Unterwegs ist das Duo mit den Bambusrädern eines jungen Kieler Unternehmens. Eine Besonderheit ist, erstmal, dass sie aus Bambus sind und diese Räder wurden genau für diese Reise eben ausgerüstet. Bremsen, Lenker, Sattel, alle Komponenten wurden sorgsam ausgesucht und sollen dazu führen, dass wir schlussendlich mit diesen Rädern China erreichen. Wie so oft gilt auch bei diesem Abenteuertrip, der Weg ist das Ziel.